Fantastisch. Haben wir was überfahren? Lenkst du mal bitte, dass wir nirgendwo gegenfahren? Zu spät. Ja, es läuft alles daneben. Oh Mann, ey. Haben wir hier Turbulenzen oder was? Sohnemann meinte, das ist nur ein ganz normales Schloss, wo man so ein bisschen drin rumläuft. Aber am Ende war das hier so eine wilde Achterbahn. Los geht's. Auf zum Legoland. Wie aufgeregt bist du, junger Mann? 100%. 100%. So, da drüben sieht man schon ein schönes Schloss. So, hier drüben ist dann der, noch ein Kaffeeshop, ein Aussichtsturm, der gehört zu einer Lanie. Da hinten sieht man. Da steigt gerade ein Flugzeug, also wir haben es heute Nacht gehört. Hier ist La Landia, das ist so ein Aquadom und da ist das Holiday Village, wo wir übernachtet haben. Wir werden schon freundlich begrüßt mit einer Legoland-Figur vom Legoland Hotel, die den Arm hebt. So, und hier zu links, wo ich gesagt habe, dieses Schloss, das ist ein Hotel, das ist das Legoland Castle Hotel. Und ich glaube, das da oben, so da, könnte unsere erste Attraktion sein. Wir gucken mal, genau. Wir melden uns also, wieder und sagen euch, ob wir das benutzen oder nicht. Genau, das werdet ihr dann sehen, wenn wir Video drehen. So, und los geht's. Wir sind gerade durch den Eingang. Also man kann hier auch Tickets kaufen. Allerdings wird empfohlen, dass man die eher online kauft, weil es ist dann auch online günstiger. Das ist der Eingang. So. Na dann werden wir mal unsere Tickets rausholen. So, und das ist jetzt hier der Eingang. Hast du hier ein paar Shops, kannst du was kaufen. Was ich auch sehr cool finde, was wir auch gerade gemacht haben mit dem Kind. Es gibt so ID-Armbänder, die kannst du dann mit dem Namen beschriften, sowie halt auch mit Telefonnummern, falls das Kind verloren geht. Wir haben jetzt aufgrund des Tipps vom Legoland direkt einen Platz vereinbart, wenn wir verloren gehen, wo der Kleine dann hingeht, wo wir uns dann treffen. So, naja, dann lasst uns mal gucken. Also erste Station ist ja schon mal das. Da wollen wir hin, mal gucken. So, wir sind dann jetzt hier im Miniaturland angekommen. Wie man merkt, Sohnemann flippt aus. Voll süß gemacht. Also es gibt viele Sachen, die sich hier bewegen. Autos, Wasserspiele, Schiffe. Das Schiff da hinten, das ist hat so eine Wasserfontäne. Verschiedene Monumente hier da drüben. Hier auch. Ja. Also, ach, der Hubschrauber ist auch sehr cool, der da fliegt. Also man merkt, die Begeisterung ist riesig hier. Also sehr, sehr toll. Wir müssen mal gucken. Ich wollte ja eigentlich mit dem da hoch, aber der Sohnemann hat aktuell ist etwas unsicher bezüglich der Höhe. Deswegen gehen wir einmal kurz ins Miniaturland und dann, bevor wir uns hier... Noch ein U-Boot! Ja, bevor wir uns hier ganz verlieren, müssen wir gleich nochmal auf den Plan gucken, weil da kannst du ja wirklich irre viel machen. Also was ich jetzt schon mal nach den ersten 10 Minuten vom Legoland sagen kann, das Miniaturland ist absolut genial. Der Sohn ist nur am Quieken und zieht mich von einer Attraktion zur nächsten. Also, es ist, dabei sind wir gerade erst am Anfang. Ja, man hört es im Hintergrund, da ist der Zug, damit wollen wir dann auch noch fahren. Ja, haben wir damit auch, müssen wir gucken, wo die Station ist. So, wir haben uns jetzt mal in die Legobahn gesetzt, sehr süß. Die fährt hier wohl einmal rund um die Miniaturanlage. Bin mal gespannt. Auch das will der Sohnemann gleich mal ausprobieren. Mal schauen. Und los geht's. Da sieht man jetzt jemand an der Arbeit, bei der Arbeit. Man, die kleben die Steine aufeinander und reparieren es quasi. Auch haben wir hier heute schon Landschaftsgärtner gesehen, die die Pflanzen hier gepflegt haben. Okay, also das will der Sohnemann auch fahren. Dann müssen wir auch mal gucken, wo sie dann losfährt. Was ist das da drüben? Ist das die? Traffic. Ja, das sieht so aus. Da müssen wir uns dann, glaube ich, anstellen.
Aber ich weiß nicht, ob man da extra noch... Ach nee, das ist die Fahrschule? Die nicht. So, da ist die Bahn dahinter. Ja. Auch ein Tipp, den ich jetzt gerade hier von einer Familie bekommen habe, die hinter uns sitzen. Es gibt die Legoland App. Auf dieser kann man sehen, wie lange aktuell die Wartezeiten sind der einzelnen Fahrgeschäfte. Genauso aber auch, ob einige Attraktionen zu sind. Sehr cool, werde ich mir gleich mal holen. So, jetzt geht gleich die wilde Fahrt los mit den Booten. Und los geht's! Woohoo! Also wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr so 15 Minuten gestanden. 15 Minuten. Man kann doch gar nicht auf den Knopf drücken, denke ich. Da ist doch nichts. Lenkst du mal bitte das Verhinderungsvorgängen fahren? Zu spät. Also es ist wirklich sehr, sehr süß. Das ist jetzt hier die Tower Bridge. Okay, wenn man dem Kind einmal das Steuer überlässt, rammt man fast die Tower Bridge. Also sehr süß gemacht. Da hinten ist das London Eye. Boah, ich werde seekrank, wackel nicht so doll. Das ist wahrscheinlich das Kolosseum. Kolosseum, Schätzi. Genau, das ist richtig. Das mit dem gerade Lenken hat unser Kind noch nicht. So, da sieht man die Sydney Opera. Uiuiuiui. Jetzt geht's los. Und das ist die Akropolis in Griechenland. Da ist wieder das Taj Mahal. So, das ist das Weiße Haus in Amerika. Wenn man sich die Gebäude mal so einzeln anschaut, das ist so Wahnsinn. Ich bin ja selber Lego-addicted. Achtung! Wie viel Zeit da drin steckt und wie viel Leidenschaft. Ach nee, das ist gar nicht das Weiße Haus. Ich muss mich korrigieren, das ist das Capitol. Oh, da müssen wir mal die Hand vor der Kamera nehmen. Da ist die Freiheitsstatue. Das ist das Capitol. Wassern kann. Ich weiß, aber ich habe es ja an einer Kette um. Also, wir haben echt schönes Wetter, aber muss man ehrlich sagen. In die Fahrschule. Ja, zu dem Thema Fahrschule, was der Sohn jetzt hier schon mehrmals immer wieder sagt. Also es gibt hier eine Fahrschule von Hyundai. Allerdings ist die im Gegensatz zu allen anderen Fahrgeschäften hier nicht inklusive, sondern das muss man dann halt extra bezahlen. Hier ist die Sphinx in Ägypten. Aber hat die eine Nase? In echt hat die doch keine Nase mehr, oder? Und die Sphinx, die hat einen Löwenkopf. Aber in echt hat die Sphinx doch keine Nase mehr. Das ist irgendein Tempel, die aber... Die Flamos waren bei der Sphinx gesucht, aber ein Tempelwächter, das schafft auch das Gold, denn die Nase besteht aus Gold. Ach so, und deshalb hat die keine Nase mehr? Also Leute, jetzt wisst ihr Bescheid, weswegen die Sphinx keine Nase mehr hat. Die nächste Attraktion, die der Sohnemann auserkoren hat, ist das Ghost the Haunted House. Da im Vorfeld stand schon mal 20 Minuten Wartezeit, aber eigentlich ja, sieht das jetzt nicht so voll aus, aber mal gucken. Ist auch sehr schön. Ich bin mal gespannt. Und eine nächste Attraktion mit einer Bahn. Die fährt jetzt da hinten, sieht man schon eine davon? So eine Schwebebahn. Da hat man jetzt auch den ganzen Park im Überblick. Hier unten ist dieses Fahrsicherheitsring oder dieses die Fahrschule ist absoluter Hype bei den Kiddies. Dann gucken wir mal. Oh, da müssen wir noch hin. Lego Ninjago. Da ist die Lego Movie Bird. Look. Und da drüben ist Atlantis. Da will ich auch noch mal hin. Ninjago. Oh, da müssen wir nachher unbedingt hin. Ja, mein Schatz? Ja, Gibt es auch einen Ninjago-Shop. Juhu! Generell muss man sagen, die Jahreszeit ist, glaube ich, echt ganz gut. Es ist nicht so voll. Ja, okay, ich hab's. Es ist nicht so voll. Man muss jetzt auch nicht so lange anstehen. Also ich glaube, so 15 bis 20 Minuten ungefähr. Es gibt ja, wie gesagt, diese App. Oh, da gibt es eine Show. Okay. Ja, und die Leute sind hier alle im Netz. Oh, das sieht aber auch gut aus. Ist das mit dem Flugzeug? Nee? Nicht, weil, guck, dann gehen die aber so. Das magst du nicht? Das wird sich im Kreis machen.
und dann gehen die immer so hoch. Also das hier ist schon mal echt cool, muss ich sagen. Generell ist das Gelände jetzt auch nicht so groß, was ich auch gut finde, gerade so für kleine Kinder. Da kann man sich jetzt auch nicht so leicht verlieren. Vielleicht kriege ich meinen Sohn doch noch überredet, mit mir da oben hin zu fahren. Ich will hier da unbedingt. Wenn ich auf die Fahrschule war. Ja, okay. Er ist schon so gut im Verhandeln wie sein Papa. Mal gucken. Guck mal, da sind noch tausende Bikes. Ja, ich weiß. Also bei der Fahrschule ist es so, bei der Traffic School ist es so, dass man einen Timeslot buchen muss. Das kostet wohl, es kostet 99 dänische Kronen. Das sind jetzt ungefähr, glaube ich, so 15 Euro umgerechnet. Also wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, sind 77 dänische Kronen, sind 10 Euro, also sind das ungefähr so 15 Euro. Oh, da bin ich auch rein. In Sea Life, da müssen wir uns auch anstellen. Das finde ich ja ganz witzig. So, dann gibt es hier das Hotel, also wenn man in so einem Hotel wohnt, dann hat man auch dann quasi direkten Zugang zu dem Park. Hier haben sie überall auch wirklich so Areas, wo man spielen kann, wo die Kinder bauen können. Hier dieses Ferrari Monster gibt es ab 18. Mai diesen Jahres. Wie gesagt, hier muss man den Timeslot buchen. Und dann können die Kinder hier ihren Führerschein machen, ihren Lego-Führerschein. Und kriegen dann halt auch so eine Art Driver-License. Und hier sitzen die ganzen Eltern am Rande. So, jetzt fahren wir damit. So, und los geht die fröhliche Fahrt. Auch hier wieder ein super Überblick. Hier ist der Eingang, da ist das Lalandia. Upsala, da ist das Lalandia. Da hinten ist dann das Lego Holiday Village. Mal sehen, ob man es sieht. Hinter dem Schloss quasi. Da ist noch ein Spielplatz, der gehört aber zum Hotel dazu. Wow. Also hier sieht man auch das Hotel. Da ist Lego Movie World. Auch da hinten ist der Lego Campus, soweit ich mich erinnere. Und hier sieht man halt sozusagen das gesamte Legoland. Mit dem Miniaturland. Da ist das Spukhaus, da wo wir waren. So, jetzt sind wir schon oben angekommen. Da sind die Boote. Damit sind wir aufgefahren. Hier ist so eine Fressmeile. Da ist wieder der Eingang. Oh, und hier sieht man auch ganz cool dahinten der Flugplatz, die ganze Zeit Flugzeuge landen und abfliegen. Die hören wir auch immer über unserem Campingplatz. Da ist auch gerade ein Flugzeug da hinten. Das sieht man jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, angekommen. So, und jetzt geht es schon wieder runter. Sea Life Atlantis. Ein Hai. Ganz viele Fische. Ein Stachelrochen haben wir auch schon gesehen. Der ist da hinten. Schaut. Und die alle schwimmen auch über uns rüber. Ist das mega? Das ist der Stachelrochen. Los geht die wilde Fahrt. So eine Mann hat darauf bestanden, vorne zu sitzen, dass er mich kutschieren kann. Da sind die Elefanten. Ich muss mal sagen, es ist alles hier mit sehr viel Liebe angeordnet, aber auch die Beete drumherum. Gerade bei der Miniaturwelt wurde darauf geachtet, dass zum Beispiel die Bäume nicht so groß sind, dass das halt auch zu der Miniatur passt. Was machst du da? Nimmst du beide Lenkräder? Ein Nashorn. Was war das denn? Haben wir was überfahren? Auch so total süß, die Lautsprecher sind in Form von Felsen, sodass sie quasi komplett mit dieser ganzen Darbietung eins werden. Sehr schön. So, dahin geht es wieder schön. So, das ist jetzt der letzte Tagesabschlusspunkt für heute. Wir haben kurz vor 16 Uhr, befinden uns hier an der Verkehrsschule, die der Sohn unbedingt machen wollte. Also die Kinder stehen jetzt da drüben schon und kriegen gleich eine Einführung in der jeweiligen Landessprache, sodass sie halt verstehen, worum es geht. Ist auch süß mit der Tankstelle und der Waschanlage. So, die beiden sind zurück vom Lego Park und jetzt gibt's Abendbrot wieder mit dem Omnia. Und wenn ihr auch einen Omnia habt, dann kennt ihr vielleicht den Nachteil, der auch gleichzeitig Vorteil ist, sozusagen. Hier kommt ja die warme Luft in den Backofen rein.
Wenn man das Ganze jetzt aber befüllen will, so wie wir, wollen es nämlich heute Tortillas mit Speck und Käse überbacken machen, dann hat man hier eine Herausforderung, dass eben nicht alles runterfällt. Und da ist ja dann direkt die Flamme, die ist zwar jetzt aus, aber wenn da sich jetzt irgendwie Dreck sammelt, das wäre nicht so schön. Aber wir wären ja nicht die Familie mit Bulli, wenn wir nicht auch hier wieder einen kleinen Hack gefunden hätten. Zwar nicht von uns gebaut, sondern wieder von kreativen Tüftlern, nämlich wieder von unserem Partner Grüntal Mobil Camping. Die haben nämlich hier so einen kleinen Einsatz entwickelt aus Holz, den man als Einfüllhilfe benutzen kann, damit einem nicht alles hier in der Mitte durch das Loch auf den Herd fällt. Und das probieren wir jetzt gleich mal aus. So, Schritt Nummer 1, Tortillas rein. Und jetzt stelle ich mich natürlich besonders doof an, weil ich auch nur eine Hand habe, weil ich mit der anderen wieder filme. Aber so kann es halt manchmal gehen und das wäre jetzt hier alles in der Mitte durchgefallen. Jetzt kann man das hier schön verteilen und hat gar keine Probleme dabei. Und jetzt mit den Tortillas ist ja die eine Sache. Die sind vielleicht auch noch zu groß oder groß genug, dass sie nicht unbedingt alle durchfallen. Jetzt kommt aber der Käse und der Speck und da wird es richtig schweinisch. So, Schritt Nummer 2, Käse. Das Ganze soll ja überbacken werden. Dementsprechend kann man sich natürlich hier Mühe geben. Die Hälfte fällt schon drumherum. Da kann jetzt auch dieses Gadget nicht helfen, aber dass es zumindest nicht in die Mitte fällt. Dabei hilft's und ihr seht's, auch das hat wieder wunderbar geklappt. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das vernünftig ohne da reinkriegt, ehrlich gesagt. Hier die ein, zwei, die hier daneben gefallen sind, die schmeißen wir auch noch rein. Und jetzt kommt finales Stadium, der Speck. So, Schritt Nummer 3, der Speck. Und ich glaube, spätestens da hätte ich kapituliert, weil jetzt wird es echt schwierig, das Ganze nicht in der gesamten Küche zu verteilen und dementsprechend auch hier nicht in dieses Loch fallen zu lassen. Ich stelle mich natürlich jetzt hier auch ein bisschen an, weil ich auch noch die Kamera in der Hand habe. Wenn man jetzt zwei Hände frei hat, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle. Aber ich denke, es kennt jeder, der ein Omnia hat, dass da schon mal was durchgefallen ist. Ganz wichtig aber, vor dem Kochen wieder entfernen. Und jetzt können wir unseren Deckel aufsetzen. Schwupp, die Flamme anmachen. Und dann gibt es gleich leckere, überbackene Nachos. Yummy, yummy. So, schaut mal raus, ist nicht hier echt super Wetter. Es ist wirklich arschkalt, aber die Sonne scheint. Das ist gut, denn das füllt die Batterie. Und wir müssen uns nicht da an einen von diesen komischen Kästen anschließen. Jetzt ist der Herd an. Die Flamme brennt und die Temperatur steigt. Ich stelle jetzt erstmal wieder einen Timer. Ich denke mal so auf 10 Minuten und dann gucken wir wieder rein. So, die ersten 10 Minuten sind rum. Wir haben hier 150 Grad gehabt die meiste Zeit. Hier den Topflappen, den wir auch noch dazu haben. Welche Seite ist welche? Ich benutze jetzt mal die. So, und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ich würde sagen, genauso wie bei den Brötchen, 5 Minuten geben wir der Sache noch. Und dann ist das aber fertig. So, auch die zweiten 5 Minuten sind rum. Ich mache jetzt aus. Klack, klack, klack. Und dann schauen wir noch mal gemeinsam rein. Jawohl. Lecker Schlecker. Also dafür ist der Omnia super. Müssen wir mal gucken, was da noch so zwischen die Silikoneinlage und die Schale gefallen ist. Aber das sieht aus wie zu Hause im Backofen. So, zum Abendbrot geht es wieder hier ins Vorzelt, in unsere Essecke. Auch da zum Rausnehmen lohnt es sich auch, den Aufsatz drauf zu tun. Wir haben uns jetzt hier noch so ein paar Dips mitgenommen. Avocado ist leider noch nicht reif. Jetzt hätten wir uns auch noch Avocado-Dip dazu gemacht. Und jetzt wird gegessen. So, die Schale ist schon geplündert. Wir haben hier ganze Kränze rausgeholt. Die sind schön zusammengewachsen. Und schmeckt? Sehr gut, ja. Dir auch? Ja! Lecker Schmecker. Guten Morgen. Heute Nacht hat es hier wieder gefroren. Hier, unser Setup steht aber
Wir hatten jetzt nicht viel Wind. Heute brauchen wir mal ein bisschen Sonne, damit wir die Batterie wieder zumachen. Und wir könnten zwar auch da in das Sanitärhaus auf Toilette gehen, aber was macht man nicht alles als Produkttester? Wir gehen hier auf unser kleines Klohäuschen, um die Wandago weiter zu testen. Bisher verläuft der Test sehr gut. Man sieht hier so ein bisschen, es ist ein bisschen ein Haarmagnet. Also alle Haare, die in die Nähe kommen, jetzt vor allem vom Hund, bleiben kleben. Und ja, ich würde so sagen, nach den ersten Erfahrungen, so 2, 3, vielleicht 4 Tage kommen wir damit bestimmt. Und dann müssen wir aber auslernen. Was wirklich genial ist, ist hier unten dieser Aufsatz, den man quasi so drehen kann, dass die Toilette entweder darin versinkt und man sie dann wirklich sehr kompakt verstauen kann. Oder man kann ihn eben drehen und in die andere Richtung drehen und wieder eben entsprechend die Toilette draufsetzen. Und dann hat man eine optimale Sitzhöhe auch als Erwachsener. Auch der hier Toilettenpapierhalter ist ganz cool. Wir haben den jetzt bislang nicht an die Seite gehängt, weil dann wird das halt hier draußen feucht. Aber kann man natürlich auch machen. Was ein bisschen doof ist, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, ist, dass der Feststoffbehälter, zeige ich euch jetzt nicht, dass der irgendwie keinen Deckel hat, den man fest verschließen kann, sondern nur so reinsetzen und auch keinen Tragegriff. Also das finde ich etwas unpraktisch. Und ich würde mir bei dem Pipi-Tank wünschen, dass der eben auch nicht weiß durchsichtig ist, sondern blau, so wie bei der Tredino. Das muss ich sagen, finde ich am besten, damit man eben auf dem Campingplatz zum Beispiel oder wo auch immer man das dann entleert, nicht mit so einer, ja, mit so einem gelben Kanister rumrennt. So, jetzt schmeiße ich euch aber raus und teste nochmal in der Kälte. Ach ja, das ist doch vielleicht auch noch ein guter Hinweis. Das Plastik ist zwar relativ kühl, aber es ist nicht so kalt. Also es ist durchaus noch angenehm und es ist super weich. Also das muss ich sagen, fühlt sich auch sehr angenehm alles an. Also so, aber jetzt raus mit euch. Tschüss. Ja, es läuft alles daneben. Morgendliche Kaffee-Routine, mal anders. So, Frühstück ist fertig, wieder Brötchen aus dem Omnia und das klappt wirklich gut, muss ich sagen. Man hat natürlich den Vorteil, dass man den nicht immer aufwendig auf- und abbauen muss. Dafür bietet er etwas weniger Platz und ja, ist natürlich auch nicht für alles perfekt geeignet. Aber jetzt zum Brötchen aufbacken ist wirklich gut. Nach 15 Minuten sind die schön kross. Sie haben halt immer hier an diesem kleinen Vulkan in der Mitte, wenn sie da anliegen, kriegen sie immer so ein bisschen dunkle Stellen, aber das geht noch. Sehr lecker. So, Tag Nummer 2 in Legoland. Heute ist Papa mit Sohnemann dran. Let's go! Wow, ein riesiger Dino ist das. Komplett aus Lego. Das ist ja cool. So, Sohnemann hat jetzt hier so ein ID-Band. Hier, da kriegt ihr so eine Bänder, könnt ihr Name und Telefonnummer draufschreiben. So, jetzt geht's hier rein. Los geht der wilde Flug. Halte dein Handy fest. Ja, mache ich ja. Quack, der Bruchpilot ist am Start. Wow. Nein. Wow. Ja, ja, ich hab's doch. Mit zwei Händen. Oh Mann, ey. Haben wir hier Turbulenzen oder was? Holla, die Waldfee. Okay, das war ja ein wilder Flug. Wow, hier ganzes Westerndorf hier. Ab zur Wildwasserbahn! Oh, wir sind hier. Ah, komm mal, Füße drüber weg. Meine Schuhe werden nass. Jetzt geht's da hoch. So, jetzt sind wir hier in dem Canyon drin. Da sind Erdmännchen hier. Ah ja, da sind sie doch. Guck mal, da ist einer gerade abgetaucht. Da guck, der kommt wieder hoch. Boah, wow, und Wölfe. Lecker. So,
was hast du denn da gebaut? Ein Boot mit großen Mauern, dass kein Wasser reinfließt, ja? Na los, dann lass mal gucken. Und let's go! Boah, jetzt wird's richtig nass. Da ist es. Yes, sehr gut. Boah, da ist ein Hai. Boah, guck mal, da ist eine Pirateninsel, die wird umgeben von Haien. Ich habe einen Plan. Wir springen ab auf das rote Beiboot und dann kentern wir die Burg. Nein, Schatz. Ich glaube, da kriegen wir Ärger, wenn wir das machen. Ich glaube, das. Und gehen unter. Ja, das Schiff zerfällt. Oh, da kommen Krokodile. Oh nein. Oh, und da oben, da hängt einer. Stimmt, das ist der Schuh. Das ist ja witzig. Oh, das hat das Maul aufgerissen, hast du gesehen? Ja, ich darf das da nicht fallen. Nee, danke. Da ist eine Schildkröte noch. Oh, jetzt geht's in eine dunkle Höhle. Oh nein. Yeah, da. Oh, da. Die schießt auf uns! Endlich! Mein Schatz, da ist er! Ich springe ab! Lieber nicht! So, hier überall im Park gibt es Sitzbänke, sogar für Prinzessinnen. Wir machen jetzt hier erstmal unsere kleine Mittagspause und dann geht es weiter zum Schloss. So, hier sind wir jetzt bei den Drachen in der Burg. Wir haben eben schon einen Ritter gesehen und jetzt geht's da rein. Sohnemann meinte, dass das nur ein ganz normales Schloss, wo man so ein bisschen drin rumläuft. Aber am Ende war das hier so eine wilde Achterbahn, wo wir richtig durchgeschleudert wurden. Sieht gar nicht so schnell aus. Jetzt gibt's Zuckerwatte. Wow. Thank you. Das ist ja größer als das Kind, das Ding. So, das war unser Besuch im Legoland. Auf jeden Fall ziemlich wild. Man kann hier viele tolle Sachen machen. Das Schöne ist, der Park ist nicht so groß. Das heißt, man schafft tatsächlich auch alles an einem Tag. Wir waren jetzt 2 Tage, einmal mit Mama, einmal mit Papa. Wirklich sehr zu empfehlen. Und es gibt auch ganz viele Sachen, für die man nichts zahlen muss. Der Sohnemann ist glücklich. Hat jetzt seine Zuckerwatte zum grünen Abschluss. Und jetzt geht's zurück zum Campingplatz. So, jetzt streikt die Kühlbox. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier an der Batteriekapazität liegt. Wir hatten heute, seht ihr, geht immer wieder aus. Wir hatten heute leider zu wenig Sonne an Tag 4. Müssen wir dann doch nochmal an den Landstrom.